Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und bevor ich mit dem Video anfange, kennt ihr das? Ihr geht so an den Strand spazieren, genießt die Sonne, Entschuldigung, dass ich jetzt lachen muss, ist ein ernstes Thema, und merkt so, hier ist gar kein Strand. Das war's, das war meine ganze Geschichte. Mehr wollte ich eigentlich nicht sagen. Tut mir leid, nee, es war jetzt ein ernstes Thema. Das habe ich öfters mal. Ich gehe öfters mal am Strand spazieren und merke so, hä, hier ist auch gar kein Strand. Ja, heute reagieren wir auf Solarwurst. War ein Wunsch von euch. Ich habe gerade gesehen, davon gibt es 5 Milliarden Videos. Gefühlt sind aber nur 9, glaube ich. Schreibt unten einfach in die Kommentare, ob ich auf alle reagieren soll. Mhm. Dass ich Bescheid weiß, ne? Und ich merke wieder, warte mal, 720, okay, 720p wurde wieder auf 720 gerendert, aber ne, das Video spricht für sich. Wenn du mich tötest, überlebe ich das nicht. Mit dem... Ui! Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Okay, gut. Ja, da ich kein Zuschauer bin, sondern ein... Wegschauer, versteht ihr? Zuschauer, Wegschauer. Riesenwitz wieder am Rande, müsst ihr euch aufschreiben. Zuschauer, Wegschauer. Wenn ihr solche Witze mal irgendwann, ich sehe euch bei 1 live oder irgendwo und ihr klaut mir die Witze. Ich bin normaler Mensch. Ich bin ganz normaler Mensch. Ihr seid die Klauer. Vorgeschichte. Und freust du dich schon, Anakin? Hm? Ich hatte dich. Wieso denn? Ich bin ein sehr friedlicher Mensch und es gibt keine Zeugen, die das Gegenteil behaupten. Wie viele Leute hast du schon umgebracht, Meister? Bald bringst du mich auch noch um, oder was? Ja, klar. Hm? Was ist denn? Ich bring dich in Episode 3 wirklich um. Wie bescheuert. Hey, wie geht's dir, Mann? Upi, Wahnsinn. Wow, du könntest dir auch mal eine Glatze wachsen lassen. Aber ich glaube, ich muss kotzen. Ah, nein, ich habe mich nur auf die Hand gepinkelt. Hey, Obi-Wan, grüß dich. Ich muss dir was erzählen, aber das muss unter uns zwei bleiben. Ja, okay, ich vergesse eher, als was du sagst. Wer ist das denn? Mein Schüler. Ey, du hast ein schönes Kleid an für deine Verhältnisse wunderschön. Ja, aber für morgen habe ich noch nichts anzuziehen. Ja, das ist doch prima. Schmieriger Drecksack, du. Obi-Wan, das ist mir peinlich. Schnell wechsel das Thema. Ja, mein letzter Erfolg war meine Geburt. Da kam ich ganz... Ey, aber die Frisur ist eigentlich voll praktisch, ne, von der Dame. Weil man kann... Wenn man mit so einer Dame zusammen ist, die so eine Frisur hat, braucht man keine Handtasche mehr. Man kann einfach seine Autoschlüssel drin verstauen, man kann sein Geld drin verstauen. Ne? An der Kasse dann, warten Sie mal kurz, ich muss kurz bei meiner Freundin gucken, irgendwo ist das Geld. Da. Es wäre halt so geil. Ey, so eine Frisur würde ich mal aufwachsen lassen. Schreibt mal in die Kommentare, ob mir so eine Frisur passen würde. Ohne Cover diesmal. Also das meine ich jetzt wirklich total ernst. Oder man kann einen Kopfstand machen und in der Position mit der Frisur kann man dann einschlafen. So, weil die hält das, die Feder dann, also die hält das dann so, weißt du? Warum auch immer man das tun sollte, aber wäre witzig. Das Thema. Ja, mein letzter Erfolg war meine Geburt, da kam ich ganz groß. Bin gut gelaunt. Ja, das war jetzt irgendwie ziemlich unpassend. Ja, es ist ziemlich stickig hier, ne? Aber eigentlich auch ganz gut, finde ich. Also, persönlich. Du kannst jetzt aufhören, das Thema zu wechseln, Obi-Wan. Ich wollte dir nur helfen, Anakin, okay? Und du gehst gleich wieder auf 180 und rastest aus. Was soll das? Nebenbei bemerkt, dein linkes Auge sieht scheiße aus. Es ist ja auch ein künstliches Auge, Anakin. Welches Material? Aus Glas. Ja, dachte ich mir, man muss ja durchsehen können. Ich habe gehört, du hast einen Nebenjob angenommen, Anakin. Als was arbeitest du? Ich bring Zombies um. Es gibt keine Zombies, Freundchen. Hast du jemals in deinem mickrigen Leben einen Zombie gesehen? Nein. Gern geschehen. Richtig. Oh Gott. Gut Anakin, gemacht. Du könntest niemals Zombies töten. Du bist ein Tollpatsch. Ich bin doch kein Tollpatsch. Ach ja, und was war dann das letzte Woche? Das war eine Ausnahme. Ach, und was ist mit gestern, als wir Fahrradfahren waren? Ah, Brudi. Ja, ich geh da. Ich weiß, du musst jetzt Kinder adoptieren, tust mir leid, aber naja, Risiken muss man halt eingehen. Ich finde das auch immer so schön, es gibt ja, man sagt ja auch immer, es gibt Gründe, wieso Frauen immer länger leben als Männer. Ist bei uns genauso,
auf Arbeit. Wir haben bei uns eine Kreissäge. Und ich mache natürlich nicht das Schutzblech ab, das ne? Würde ich nie machen. Und müsst ihr euch vorstellen, ne? Kreissäge. Und hier sind die Finger. Also das heißt, einmal wirklich so verrutschen und innerhalb von einer Millisekunde werden meine Finger ab. Ja, ich sage ja, gibt schon Gründe, wieso Frauen länger leben, ne? Als wir Männer. Jetzt auch mal wieder, war ein wunderschönes Treffen, ne? Man sieht sich. Hör, wo sind denn plötzlich alle hin und wieso stehen wir? Oh, ich habe starke Kopfschmerzen. Ein Vakuum kann nichts fühlen. Ich find's richtig scheiße, dass die Prinzessin jetzt einfach so verschwunden ist. Das kann die doch nicht bringen. Ich glaube, ich spüre, dass sie gerade im Nebenzimmer liegt. Wie du spürst, das sind das Vatergefühle oder was? Nein, aber ich bin ein Jedi und spüre das durch die Macht. Oh Gott, Obi-Wan, jetzt wirst du auch noch größenwahnsinnig. Du solltest mal lieber einen Therapeuten aufsuchen. Spürst du denn nicht auch, dass sie in Gefahr ist? Doch, scheiße, ich spüre, dass sie im Nebenzimmer liegt. Bin ich denn jetzt ihr Vater? Nein, Anakin. Sie war auf jeden Fall kein Wunschkind. Oh Gott, ich spüre, dass irgendwas Ungutes auf ihr kommt. Sollten wir ihr nicht lieber helfen, anstatt darüber zu reden? Keine schlechte Idee. Ich war doch noch so jung. Ruhig, wir sind tot. Oh, da habe ich mich aber erschreckt. Mir ist langweilig, ich spring mal aus dem Fenster. Okay. Sehr, sehr, ach du Kacke, Obi-Wan, ich werde dich retten und nichts kann mich daran hindern. Also wirklich sehr, sehr gut synchronisiert. Es war mir ein Vergnügen, darauf zu reagieren. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Schreibt einfach mal unten in die Kommentare, ob ich einfach auf alle Videos reagieren soll. Und ja, ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Macht einen kleinen Strandspaziergang, ne? Genießt, ja, oder eine kleine Schneeballschlacht. Habe ich auch gemacht. Gestern. Ganz komisch, wollte ich mit einer Oma zusammen eine Schneeballschlacht machen. Und die hatte auf einmal eine Platzwunde. Keine Ahnung, wieso, so, ne? Ganz komisch. Ne? Meinte, ich hätte einen Stein geworfen, aber ich habe ganz genau gesehen, wie ich Schnee genommen habe und geknetet habe. Ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss!